Autsch. Bonus. Ah, Lebensenergie. Mana, Lebensenergie. LP2 safe. So, nicht rar und nicht anders, oder? Oh shit, man. Ah, das sind andere Viecher. Was sind denn das? Kartoffeln, laufende Kartoffeln. Sind die mutiert? Reißer. Naja. Da hat er aber ordentlich ihn gerissen hier. Bester Witz ever. Für nix. Was haben wir hier schon wieder? Okay, ja, hier liegt jemand rum. Ich würde sagen, der liegt hier schon länger. Ja, ist richtig. Genau. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Gut, dann drängeln wir uns mal an dem hier vorbei. Hui! Seht ihr uns, so leicht kommt man jetzt zu dem Turm. Hallo? Nö, das erste, was man macht, ist die Blut. Ist die Dreh kochen. Ist. Und jetzt? Nein! Na, warte mal. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Nein! Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Ah. Oh ja. Was ist das hier? Möglichst sprinten, alles klar. Oh. Johnny. Der greift mich gar nicht an. Moment, wer? Wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Wie? Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Heißt dein Herr, Meister, zufällig... Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Aha, Namen sind also unwichtig. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test. Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis? Feuer. Du sprichst in Rätseln. Das hast du schon mal gesagt. Du wiederholst dich. Du willst Beweise für den Sieg über die Elemente Feuer, Eis und Stein. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Gut, dann gehen wir auch. Also, ich würde sagen, wir haben da draußen drei Typen. Der eine Stein, der eine Eis, der andere Feuer. Und mal gucken, wie es mit dem Feuer-Johnny aussieht, ob wir den so wenigstens ein bisschen Schaden machen. Also,
Okay, dann wissen wir jetzt, mit was für Viecher wir uns anlegen. Und können jetzt zurück zu den Wassermagiern. Denn die hatten ja Bücher in der Bibliothek, wie man solche Kreaturen umbringt. Naja, jetzt heimlich wieder lesen gehen und so tun, als hättest du gerade schon die ganze Zeit gelesen. Ja, ich pack schon die Waffe weg. Bücher. Gollum. Nee, was? Muss irgendwo Golem stehen, nicht Gollum, oder? Schlacht um Varant. Astronomie gemischt. Wahre Macht. Gut, dann lesen wir das da. Alter, ich will. Bitte, ich möchte mit Band. Was ist das da? Kann ich das da lesen? Nee. Bitte ignoriere jetzt hier dieses Buch, alles klar. Schlacht um Brand. Geheimnisse der Zauberei. Gut, dann nehmen wir eben Band 1. Und jetzt nehmen wir Band. Alter, nicht Astronomie! Ah, Band 1. Schriften. Astronomie. Ja, Astronomie möchte ich jetzt so nicht lesen. Ach nein! Ich sammle mir hier einen Haufen Schrott. Ach, Magie der Golems. Ah, man nennt es Golem, um den Golems im Buch zu schreiben. Nur schon einmal diesen aus der Element erschaffenen Kreatur begegnet ist, wird wirklich verstehen, welchen Respekt diese magische Wesen am Teil des Wanderer einflößen können. Steingolem. Dieser steinerne Koloss. Diese steinerne Kolosse sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerter, Äxte und Bögen scheinen diese Monster nichts anhaben zu können. Der einzige glaubhafte Bericht von der Bezügung eines solchen Levitans stammt von einem Söldner. Er schrieb davon, wie der stumpfe Aufprall eines Kriegshammers Riss in den Golem trieb, bis dieser schlussendlich zerbrach. Aha. Ich möchte jetzt fast ausschließen, dass man den Rest wohl mit anderen Objekten, Kackwürsten, wie zum Beispiel Feuer und Eis besiegt, oder? Eisgolem, der Steingolem verwandt, Eisgolems verwandt sind die Eisen. Ach, dem Steingolems verwandt sind die Eisgolems, deren physische Substanz jedoch völlig ausgefroren im Wasser zu bestehen scheint. Jede uns bekannte Waffe scheint an der glatten Oberfläche dieses eisigen Wesens abzugleiten. Auch sei der abenteuerliche Wanderer gewarnt vor dem Eisarten dieser Kreatur, schließt sie doch jeden Ahnungslosen nur in einer Säule aus Eis ein. Eins berichtete ein Feuermagier von der Begegnung mit einem solchen Geschöpf, jedoch schien er keine ernste Bedrohung darin erkannt zu haben. Feuergolem. Berichten zufolge können diese feurigen Geschöpfe ihre Opfer mit einer Berührung einen Flammenwerfer verwandeln. Ja, das können wir bestätigen. Erst im letzten Jahr stieß eine Jagdgruppe im Hochland auf solch einen wandelnden Gluthaufen. Der Ausgang ist unklar, doch sollen Hitze und Eis die Höllenkreatur gestoppt haben. Ach, Blitze, nicht Hitze. Okay, was haben wir denn so in der magischen Packung bei uns hier? Magie. Macht mir bitte Feuerball zweimal. Feuerpfeil haben wir auch nochmal. Und Feuersturm. Ich glaube, das dürfte reichen. Skelette beschwören. Ach, wir haben nichts gegen Feuer. Okay, naja, wir sind... was? Da war eine Rune. Eispfeil. Oh, wir haben ja doch was. Ja, oder wir können es vielleicht auch nicht einsetzen, weil wir Lappen beim Thema Magie sind. Dann müssen wir uns wohl was kaufen. Schönen guten Tag. Hallo. Ich möchte nicht mit dem Tisch, sondern mit dem Menschen interagieren. Sei gegrüßt. Yo, Peace, Bro. Zeig mir mal deine Ware. Scheiße hier. Kugelblitz, Kreis 3. Ah, wir sind nicht im Kreis 3. Haben wir nix mit Wasser? Feuer, Heilung, Skelett. Ende. Hat vielleicht Saturas was?
Hallo, Saturas. Sei gegrüßt. Ja, ja, guten Tag. Nee. Mögest du in... Ja. Was sind denn wir? Feuermage, Formelschutz, bla bla bla. Wo steht denn hier was für Kreis der des Wassers? Wir sind Magie. Magie, nein. Wir können aber erstmal nochmal zwei Händler hier ausbilden, fällt mir gerade auf. Das ist wirklich nicht mein Problem. Nö, nö, das ist nicht dein Problem, das stimmt. Hallo. Hallo. Warum ist es meine Schuld? Ich möchte mehr über den zweihändigen Kampf lernen. Ich kann dir nicht... Scheiße. Wie viel haben wir denn? 10? Wir hatten noch mal mehr. Naja, also 2... Haben wir einen Hammer dabei? Ja, Ork Hammer, der dürfte ja wohl reichen. Ganz schön heftiger Nebel. Hab ich Nebel angestellt? Nö, ist wirklich so. Ich habe noch nie einen Gothic Nebel gesehen. Deswegen wundere ich mich gerade. Und jetzt hier Ryan. Sieht aus wie Brenner Distanz Tiny, wa? Wo kriegen wir jetzt so einen Scheiß her, Mann?